Na gut. Aber das war jetzt mal, das ging noch fix. War das nicht sogar First Try? Ich glaube schon, ne? Ach, Fumbling in the Dark ist auch so ein Level. Oder bin ich jetzt ins Gleiche nochmal reingegangen? Ne, das ist ein anderes. Oder? Das ist doch ein anderes, oder? Ja, die Uhr war, glaube ich, eben auf der... Also es war vertauscht. Die Uhr auf der rechten Seite, die Kiste auf der linken Seite. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann machen wir es halt einfach nochmal. Weil es so schön war, ne? Also, das ist ja mal jetzt gelogen gewesen. Ich bin noch nicht mal abgesprungen und da wurde mir schon der Akku abgezogen, weil diese komische Klingel da so eine riesen fette Hitbox hat. Gibt es hinten Zeitkisten? Achso, gucke ich gleich mal. Aber das ist was anderes. Das ist ein anderes Level als eben, weil die Klingen kamen noch nicht so früh. Also hier sind mehr Klingen, allgemein. Oh, da bin ich ein Ticket zu weit gesprungen. Und eine Spinne hatten wir, glaube ich, eben. Hatten wir eben eine Spinne? Weiß ich gar nicht. Und wir sind ja sehr schnell runtergefallen. Achso, du meinst mit hinten Zeitkisten? Nee, ich glaube, da gibt es nur Akkus. Und wenn, würde ich da sowieso so viel Leben verballern. Beziehungsweise so oft sterben. Weil ich das mit dem Sprung nicht hinkriege. Aber wir können gleich mal gucken. Wir gucken mal. Ne, hier gibt es nur Akkus und normale Kisten. Also macht das auf jeden Fall keinen Sinn, da hinten zu laufen. Wäre natürlich cool gewesen, wenn alles irgendwie Dreierkisten gewesen wären. Weil dann macht das schon Sinn, da aber ein bisschen was einzusammeln. Ne? Der MacGyver! Wie komme ich denn zu der Ehre? Ich glaube, irgendwo brauche ich den Kackspinne nochmal. Nein! Kommt bald wieder ein Let's Play Together von euch. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal, wie heißt das Level nochmal? Das Level vor allem. Das mit den Zombies, wo keine Zombies sind. Fällt der Name nicht ein. Daisy! Daisy, so heißt das. Vielleicht darf er nochmal irgendwas oder so. Daisy, genau. Könnt ihr mir vorstellen, weil ich glaube, das letzte Mal, dass wir da geguckt haben, was da so passiert ist, ist schon ein bisschen her. Ich glaube, das ist immer noch nicht aus der Alpha raus. War es in der Alpha, war es in der Beta? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird nie fertig, das Spiel. Ah!
Ich mag die Musik hier irgendwie. Die ist so, dümpelt so vor sich hin. Ich höre auch, also momentan lasse ich gerne Musik. Mache ich hier sowieso, lasse ich gerne Musik laufen. Aber momentan höre ich sehr, sehr gerne so Chill Hop. Ich weiß nicht, ob der Kanal so heißt. Oder ob das ein Genre ist, keine Ahnung. Aber, es gab, genau, Chilled Cow gibt's, den Kanal. Der hat 24 Stunden Livestream. Wo der dann laufen lässt. Aber es gibt auch noch so einen anderen Kanal, ich weiß jetzt gar nicht, wie der genau heißt. Den gucke ich eigentlich lieber, weil da finde ich die Musik an sich besser. Das ist immer so ein Waschbär. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt. Aber ich finde den besser als Chilled Cow. Ja, Chilled Cow ist das mit dem Mädchen, was am Schreibtisch sitzt. Das lasse ich momentan sehr, sehr gerne nebenher laufen, weil das halt wirklich sehr chillig ist. Ja, Platin! Na! No! Oh! Daisy ist offiziell in der Version 1.0. Das ist ja... weltbewegend ist das! Ich vergesse niemanden, der aus Spaß versucht hat, mich mit Christoph zu verkuppeln. Das ist doch schön, guck mal, wir haben jetzt schon 4 Level gemacht in 1 Stunde 20, 22. Jaws of Darkness, das ist wieder so ein tolles Level. Was kommt dann hier? Castle Machinery, okay, das ist nice. Dann machen wir erstmal Jaws of Darkness oder versuchen es zumindest. Dann danach, wenn das nicht allzu lange dauert, hole ich mir auf jeden Fall neues Bier und ich muss noch mal ein bisschen pipi. Map, map. Nee. Okay, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber noch ist gut. Map, map. Überall muss ich warten, das ist doch nicht euer Ernst. Spinnchen, die wir auch aus einem anderen Level schon kennen. Links müssen wir, ne? Ist auf jeden Fall kürzer, wenn wir hier lang gehen. Das kann ich schon mal sagen. Maske ist gut. Scheiße, es lief so gut, Mann. Ja, The Lab kommt noch, ich weiß, aber es ist ja schon mal an sich gut, was wir heute überhaupt geschafft haben. Wir haben The High Road geschafft, wir haben Slippery Climb geschafft. Und die anderen beiden Dunkelheitslevel, obwohl ich das jetzt nicht wirklich so schwierig finde. Eher angenehm, weil das ist halt wenig mit Zeit abpassen und sowas.
Da kannst du halt einfach laufen die ganze Zeit. Das ist fein. Okay, der Anfang ist eigentlich ganz cool. So. Ja, hab ich. Ich dachte, die würden zurückgehen. Es tut mir leid. Aber wir hatten das. Das war ja ganz gut. Uiuiuiui. Schwindchen. Abwarten. Nein! Weil der da nicht drüber gelaufen ist. Ich wollte eigentlich direkt laufen, aber... Verdammte Axt. Ich wollte drüber laufen, aber man muss springen. Leider. Komm hoch. Ja, das ist aber... Das war aber blöd. Diesmal machen wir den Fehler nicht. Das ist jedes Mal, denke ich, bei diesen zwei Pöllern, dass da auch so Dinger rauskommen, ne? Ich weiß, ich rülpse heute sehr viel, es tut mir leid. Aber es muss halt raus. Sonst sitze ich hier wie so ein Luftballon irgendwann. Und dann explodiere ich mit einem Riesenrülps. Musik hier ist auch cool. Ach komm, das ist doch... Okay, da bin ich jetzt drüber gerutscht, weil ich einfach zu weit gesprungen bin. Wim, wim. Ich glaube, mein Handy-Akku ist gleich leer. Beziehungsweise 15%. Macht das so immer. Wurde bei Kleinanzeigen ist wieder irgendwas für zum Verschenken reingestellt. Ach komm! Zum Verschenken reingestellt worden. Und Zweifel an meinem Geisteszustand. Zu 99%. Kannst du auch in alten Livestreams oder so nachgucken, falls es hier ums Verkuppeln geht. Map. Das ist immer so slippery. Ah!